Du kannst ein großes Wissen anhäufen. Du kannst den Kurs in Wundern schon 94 Mal gelesen haben und seine Lektion womöglich bereits zum 25. Mal machen. Du kannst auch jede andere Form, die geistiges Erwachen in Liebe lehrt, bis in seine Perfektion auswendig lernen. Wissen, dass wir alle eins sind, das tun bereits viele. In philosophischen und intellektuellen Spielereien ergötzt sich dann auch so mancher und hält dadurch seine Weggefährten auf Abstand, weil er mehr weiß als sie und sie ihn ehrfürchtig von unten nach oben anschmachten. Das alles reiht sich nahtlos in diese materielle Welt der Religionen, der Philosophien, der Psychologie, der Wissenschaften, der Technik, der Natur und so weiter ein. Doch sei dir sicher, um wach zu werden, brauchst du eigentlich nichts. Nichts außer deinen Willen, dich an die Wahrheit zu erinnern. Geistiges Erwachen ist eine gefühlte Erfahrung, heißt es in dieser Ostersonntagsfolge im Podcast Botschaften der Liebe. Heute wollen wir mal über das Thema Praxis reden. Es ist so, so wichtig, dass wir, wenn wir aufwachen wollen, dass wir in die Praxis kommen müssen. Die Praxis ist nichts anderes als die Erfahrung. Es ist die gelebte Liebe. Es ist das große Gefühl der tiefen Freiheit und des Friedens. Und darauf zielt jedes ernst gemeinte Geistestraining ab. Und das hat schon vor 2000 Jahren Bruder Jeschua Jesus uns gelehrt. Er hatte damals den Kurs in Wundern noch nicht in Buchform. Er war selbst der Kurs. Er lief, er wandelte über diese Erde und hat sein Wissen, ja, sein Wissen, da ist dieses Wort wieder, also sein erfahrbares Wissen, das hat er geteilt. Und das tut er seitdem immer wieder. Und auch schon vorher, vor Jeschua, gab es viele Brüder, die uns gezeigt haben, dass wir anders gucken müssen, immer in uns hinein. Und da beginnt eben alles. Und da beginnt auch, wenn wir den Ruf in uns hören, da beginnt auch der Weg der Praxis. Ich mache jetzt seit ungefähr 3 Jahren diesen Podcast, der sich im Laufe dieser Jahre immer wieder ein bisschen verändert hat. Ich begann ihn ja, weil mich mein innerer Lehrer dazu aufgefordert hat und der sich ganz konkret zunächst auf mein Buch bezogen hat. Großer Bruder, Bruderherz damals oder eben, wie es jetzt heißt, Bruderherz, mein Weg mit Jesus. Und dieser Podcast, der hat sich immer weiterentwickelt, so wie ich eben weiter gelernt habe. Und seit ungefähr 1,5 Jahren mache ich jetzt auch Videos. Und im Laufe der Zeit habe ich so viele Menschen dadurch kennengelernt. Und was mir eben auffällt, ist, dass die allermeisten, wenn sie Probleme haben, wirklich ganz konkret das Problem ansprechen, dass sie keine praktische Erfahrung haben. Selbst Menschen, die schon 10 Jahre den Kurs machen, benutzen dieses Wort aber und sie sind im Konflikt. Und ganz oft ist es auch so, dass dann gesagt wird, bin schon in der Erfahrung in der Liebe und da habe ich ganz tolle Sachen mit meinem Partner erlebt und wir haben uns so geliebt und es war so toll oder mit meinen Kindern, aber dann bin ich wieder zurückgefallen und dann habe ich diese doofe Diagnose bekommen und jetzt ist alles schlecht und jetzt bin ich nicht mehr in der Erfahrung. Und da schau mal genau hin. Es ist eben genau das, du meinst, du machst den Kurs oder eine andere geistige Form in Erwachen, wenn du eben im Außen glückselige Situation hast und dann meinst du, du bist jetzt in der Praxis und dann passiert etwas Doofes, so wie am Karfreitag Jesus die Kreuzigung und dann bist du plötzlich nicht mehr in der Erfahrung. Und da muss ich dich leider enttäuschen, wenn ich dir sage, dann warst du auch vorher nicht in der Erfahrung. Vorher war einfach dein Leben dann schön und vielleicht hast du dich dann auch mal in einem anderen erkannt, das kann sogar dein Partner sein,
hast vielleicht einen heiligen Augenblick erlebt und so, aber da dein Außen ja sowieso ruhig und sanft war, war es für dich ein leichtes. Wenn du aber in einer schwierigen Situation bist und dann erkennst, dass die für dich so real ist, ja, und dann bemerkst, dass du den Kurs nicht machen kannst, dann glaubst du ja deinem Ego. Dann glaubst du, dass die Welt real ist. Wenn du eine schöne Liebeserfahrung machst, die durchaus auch Göttlichkeit widerspiegeln kann, klar, das ist wunderbar. Das sollst du ja auch haben, aber ruh dich darauf nicht aus. Ein Kurs in Wundern und jede andere Form ist fürs Schlachtfeld gemacht. Und jemand, der seit 20 Jahren den Kurs macht, aber immer noch sagt, aber wenn ich was Blödes erlebe, dann ist das für mich nur Theorie. Das ist genauso wie, als würde er nur einen Roman lesen, ja, der sich dann, während er den Roman liest, da reinfallen lässt in die Szenerie und mit dem Protagonisten mitfiebert und was weiß ich nicht. Und wenn er dann eben das Buch zuschlägt, dann ist er wieder in seiner Welt und das hat mit ihm nichts mehr zu tun. Und das ist tatsächlich nicht gemein mit Praxis. Und du sollst eben es nicht intellektuell zerdenken. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, ein Kurs in Wundern ist ein wunderbares Lehr- und Lernmittel und wir können froh sein, wenn wir ihn haben. Aber wenn wir ihn nicht hätten, müsste er genauso funktionieren. Der Heilsplan. Weil es gibt in Gott keinen Unterschied. Das ist die erste Faustregel. Alles muss für alle gelten. Also der Heilsplan. Der muss auch da sein, wenn du das blaue Buch nicht hast, wenn das nicht mehr produziert werden würde und wenn, ja, wenn dieses Buch verboten werden würde aus irgendeinem Grund oder wenn du plötzlich blind wirst und es nicht mehr lesen kannst und noch taub, dass es dir auch keiner mehr vorlesen kann, müsste dieser Heilsplan funktionieren. Bedenke also immer, dass es nicht dieses blaue Buch ist, was es ja erst seit kurzer Zeit gibt. Denn was ist das schon? Seit Anbeginn der Zeit. Es ist eine viel längere Zeit als eben diese paar Jahrzehnte, also Anfang der 70er Jahre bis jetzt, dass es eben einen Kurs in Wundern gibt. Aber es gab davor andere Formen. Und Jesus vor 2000 Jahren, der hat uns die Form, ohne sie aufzuschreiben, übermittelt. Er hat sie gelehrt, weil sie in ihm war. Und wenn du jetzt aus ihm nicht wieder diesen Wunderknaben machst, sondern einfach erkennst, das ist ein erleuchteter Meister gewesen und das ist uns in uns allen, wir alle können erleuchtete Meister werden, sollen es sogar. Ja, also. Wenn du das dann begreifst, dass er das eben durch die Verbindung, die er zum Heiligen Geist hatte, lehren konnte, dann weißt du auch, dass du nicht eine bestimmte Form brauchst und dass du von dir nicht Fleißkärtchen oder so verlangt werden, dass du das besonders gut verstehst. Je mehr du das verstehen willst, desto mehr zerdenkt dein Ego das wieder. Wichtig ist, dass du in die Erfahrung kommst. Und dazu dient jetzt vielleicht gerade Ostern. Es ist heute Ostersonntag. Aber es spielt auch keine Rolle, wann du diesen Podcast jetzt hörst. Aber nimm es wirklich zu Lernzwecken. Ostersonntag ist der Tag der Auferstehung. Die Kirchen fokussieren sich immer noch sehr stark, aber auch auf den Karfreitag. Am Karfreitag wurde Jesus gekreuzigt. Und Jesus sagt uns in einem Kurs in Wundern, dass wir genau diese Kreuzigung vergeben müssen, weil sie der Schlüssel ist, wenn wir es richtig betrachten, der Schlüssel ist, um eben wieder zu erkennen, wer wir in Wahrheit sind. Die Menschheit oder die Christen stellen es ja so dar, als hätte sich Jesus für uns geopfert und als wären wir anderen weniger als er und wären wir anderen alle Sünder. Und er war der reine Sohn und er musste sich opfern. Und genau da geht es ja darum, dass wir damit aufhören, das zu lehren. Und es ist so wichtig, dass wir damit aufhören, weil wir können einen Bruder,
in Wahrheit nur so sehen, wie wir uns sehen. Und wenn wir eben immer noch Mitleid haben, wenn wir immer noch Jesus am Kreuz sehen und immer noch fragen, warum wurde das nur getan und wieso waren die Menschen so dumm, dann werden wir aus dieser Kreuzigung nicht rauskommen, weil wir pausenlos uns selbst kreuzigen. Ich hatte mal mit Bruder Jeschua ein tiefes Gespräch über die Kreuzigung, denn die hat mich als Kind schon beschäftigt. Und als ich sehr klein war, stark belastet, so belastet, dass ich regelmäßig am Karfreitag bittere Tränen geweint habe, weil mein großer Bruder wieder ans Kreuz genagelt wurde. Und irgendwann sagte mir Jeschua, Jesus, dann zu mir, du musst aufhören, dich selbst zu kreuzigen. In dem Moment, wo du mich betrauerst, in dem Moment, wo du das alles glaubst, wo es für dich real ist, wirst du nicht aufhören können, dich selbst zu kreuzigen. Weil du und ich, wir sind eins, du und alle anderen, wir sind einer. Und du siehst immer nur dieses Fragment, du siehst immer nur mich als Opferlamm. Es geht um Ostersonntag, es geht um die Auferstehung. Und diese letzte bedeutungslose Reise ans Kreuz sollte dir doch nur zeigen, dass ich nicht geopfert werden kann. Es ist genau andersrum. Hier steht alles auf dem Kopf. Ich bin nicht geopfert worden. Ich habe dir nur gezeigt, es gibt keine Kreuzigung. Das, was du da siehst, ist nicht real. Dafür bist du hergekommen, um pausenlos dich selbst zu kreuzigen. Denn wenn du einen anderen irgendwie als getrennt von dir wahrnimmst und ihn dann ausstattest mit, er ist dein Gönner oder dein Vernichter, kreuzigst du dich. Ihn nimmst du mit, ja, ihn kreuzigst du auch. Aber letztendlich kannst du dich nur selbst kreuzigen. Und wenn du jetzt so jemand bist, der eben nicht die Auferstehung feiert, die Erfahrung von Licht und Liebe, sondern die Kreuzigung, wirst du einen Kurs in Wunder nicht lernen können. Jesus sagt uns im Kurs, seine Botschaft vom Kreuz ist, lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Sprich, er hat sich ergreifen lassen, ans Kreuz nageln lassen, hat seinen Körper gegeben, weil der Körper nichts bedeutet. Er ist auferstanden, sogar mit Körper, um zu zeigen, dass sein Geist über die Materie herrscht. Und Jesus Geist, vergiss nicht, er war ein erleuchteter Meister, hat über die Materie geherrscht. Er hat, das kann ich auch nur wiederholen, Wasser in Wein verwandelt, er hat Kranke geheilt, er ist übers Wasser gelaufen. Ist für viele nur eine Metapher. Für mich ist es keine Metapher, weil schon wenn du daran zweifelst, ist es für dich kein Traum. Bruder, du bist in einem Traum. Das ist hier nicht wahr. Warum passieren hier Dinge, die wir dann als Wunder begreifen? Weil sie paranormal sind. Dabei sind wahre Wunder eigentlich, dass du die Bedeutung des Körpers wegnimmst und nur den reinen Geist siehst. Liebe und dann tu, was du willst. Ja. Oder eben, wie Jesus sagte, lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Das ist die einzige Regel. Und wenn du die befolgst, dann bist du nicht im Konflikt mit ein Kurs in Wundern. Und dann kommst du in die Erfahrung. Ja, wenn du liebst, dann kommst du in die Erfahrung. Und die Erfahrung ist nicht intellektuell. Sie kann nicht mit dem Verstand begriffen werden. Sie ist ein Gefühl. Und es gibt immer wieder Menschen, die mir dann sagen, ja, aber Gabi, da das und das, das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen, was du da sagst. Das ist doch nicht der Kurs und im Kurs steht doch bla 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 und das und das. Und dann wird dann zitiert und dann wird irgendetwas, was ich gesagt habe, auseinandergenommen und so weiter. Und an der Stelle sage ich dir mal eins. Ich bin in der Erfahrung, ja. Und egal, was auch immer du mir sagst, ich bin in der Erfahrung und du glaubst doch nicht, dass ich mit irgendwelchen theoretischen Abers aus meiner Erfahrung wieder rausgehe. Und auch wenn mir jemand sagt, ach ja, du kannst ja leicht reden, du sitzt da und erzählst, glaubst du, ich habe nicht
manchmal höchst problematische Situation in meinem Leben? Glaubst du, bei mir ist alles blumig und schön? Glaubst du, ich habe keine Probleme? Ich habe Probleme, Bruder, genau wie du. Und manchmal habe ich sogar sehr viele Probleme. Also mein Körper scheint sie zu haben, meine Situation, Orte und Beziehungen. Natürlich kenne ich das und manchmal sogar sehr heftig. Aber ich sage schon seit Jahren nicht mehr, der Kurs funktioniert nicht und ich bleibe im Gewahrsein des Friedens. Also egal wie dunkel es auch manchmal in meinem Leben ist, es ist nämlich bei mir genauso. Ja, ich rede da nur nicht so drüber. Obwohl manchmal erzähle ich dir ja schon Dinge. Ich habe dir zum Beispiel gesagt, dass ich im letzten Jahr bei sehr vielen Ärzten war und dass ich sehr viel Schmerzen hatte und dass es mir also körperlich auch nicht immer wirklich gut geht. Das habe ich dir alles erzählt. Ich gehe da halt nicht so in die Tiefe. Ich möchte nicht, dass du Kopfkino hast, weil du hast genug Kopfkino mit deinen Situationen. Und deswegen versuche ich so wenig wie möglich über mein Leben zu erzählen, eben nur zum Zweck des Lernens. Und ich bleibe aber im Frieden. Egal, wie dunkel es in meinem Außen manchmal auch zu sein scheint, mein innerer Lehrer ist da. Er ist in meiner tiefsten Nacht. Also, ich hatte ja vor 1,5 Jahren mal eine ganz, ganz tiefe, dunkle Nacht der Seele. Und seitdem bin ich nicht mehr ohne meinen inneren Lehrer. Also die Kommunikation reißt nicht mehr ab. Ich sage das nicht, um mich irgendwie zu erhöhen, sondern um dir Mut zu machen, dir zu sagen, was bei mir geht, geht bei dir auch. Ich bin nicht ohne Lehrer. Ich bin nicht ohne Jeschua. Er ist da. Jetzt, immer, egal was mir passiert. Ich glaube daran, dass er da ist und ich kann ihn fühlen und er redet mit mir. Und so soll es eben bei dir sein. Und was ich damit sagen will, ist, du musst in die Praxis kommen. Wenn du bis jetzt noch nicht in der Praxis war, dann vergiss mal deine Methode, ändere die Methode. Dann läuft was falsch, dann bist du im Ego. Und das ist kein Vorwurf, denn es ist tatsächlich so mächtig, dein Ego. Ja, weil du es gemacht hast als Sohn eines mächtigen Schöpfers. Du bist doch wie dein Vater. Aber jetzt gib doch mal deinen Willen der Liebe. Zerdenk den Kurs nicht. Analysier den Kurs nicht. Und jedenfalls kann ich dir sagen, es ist so ein bisschen so wie beim Schwimmen. Also wenn du schwimmen lernen willst, dann kannst du an Land bleiben, dann kannst du Schwimmbewegungen machen, du kannst dich auch auf den Bauch legen und Schwimmbewegungen machen. Du kannst dir ganz viele Schwimmlehrer anhören, die dir alle erzählen, was du tun sollst. Sie erzählen dir, wie du dich kleiden sollst, wie du beim Schwimmen atmen sollst, wie Brustschwimmen geht, wie Kraulen geht, wie Rückenschwimmen geht. Das können die dir alles erzählen, welches Equipment du brauchst, welche Schwimmbrille du brauchst, wann du am besten untertauchst und wieder auftauchst. Das können sie dir erzählen, auch wie du vom Startblock springst. Aber wenn du nicht ins Wasser gehst, Bruder, kannst du nicht schwimmen. Selbst wenn du mir bis ins kleinste Detail erzählst, wie man schwimmt, wenn ich dich nicht im Wasser sehe und du nicht mit mir im Meer schwimmst, dann stehst du am Rand, ja, am Meeresrand oder am Beckenrand, wenn es für dich die Metapher eher in einem Pool, wenn für dich die Metapher da stattfindet. Und wenn mir eben jemand sagt, ja, Gabi, was hast du da gesagt oder warum? Das ist nicht der Kurs und das ist nicht der Kurs, dann ist für mich einfach klar, dass mein Gegenüber, der ja ein Teil von mir ist, da es nicht versteht. Ja, und etwas Worte irgendwie zerlegt oder so, die ich so gar nicht meine, die er für sich auslegt und ich bin halt im Wasser. Und der andere steht draußen. Und ich kann dem anderen, der da solche Dinge sagt, nur sagen, du komm zu mir ins Wasser. Ich bin in der Erfahrung. Ich lasse mir doch meine Erfahrung von Frieden und Freiheit nicht absprechen. Dazu bin ich in einer viel zu tiefen Erfahrung. Und diese Erfahrung, die ist nicht schwer, die zu erreichen. Du musst nur auf die Knie gehen und demütig sein.
Nicht so wie das Ego das lehrt, ja? Ego will dich im Staub und im Dreck haben. Da kommst du nicht in die Erfahrung. Denk ans Schwimmen an Land. Ja, du liegst auf dem Bauch und strampelst im Dreck und versuchst irgendwie zu schwimmen. Das meine ich nicht mit in die Knie gehen. Komm in die Praxis. Geh in die Knie, weil du weißt, dass du nichts weißt. Lass los. Lass los. Lass die Kreuzigung los. Sieh deine Brüder, sieh sie mit Liebe an und glaube an die Auferstehung. Es ist Ostersonntag. Unser Bruderherz, Jesus, ist auferstanden und er ist da, er ist in Liebe da. Ich kann ihn fühlen, er ist Licht, er ist Liebe. Er ist eine große Weisheit, die überhaupt nicht intellektuell ist. Und wenn er mir sagt, ich soll aufhören, mich pausenlos zu kreuzigen, dann sehe ich ihn auch nicht mehr am Kreuz, dann mache ich das aus tiefem Mitgefühl, denn ich will nicht, dass mein Bruder weiter am Kreuz hängt. Weder Jeschua noch du, Bruder, ich will dich nicht am Kreuz. Ich will, dass du in Liebe neben mir gehst und dass wir uns erlösen. Mir ist mittlerweile 24/7 klar, dass ich nicht sterben kann. Mir ist mittlerweile 24/7 klar, dass mir nichts passieren kann und dass ich nur träume. Aber ich bin mittlerweile sehr müde, diesen Weg zu gehen und ich möchte aufwachen. Für mich gibt es deswegen nur noch eins, ich will Liebe lehren. Und in meinem Fall ist es eben auch öffentlich und sehr konkret mit einem Kurs in Wundern. Ohne jetzt den Kurs auf einen Sockel zu stellen. Denn erst als ich begonnen habe, das blaue Buch vom Sockel zu nehmen, hat sich mir der Inhalt in Liebe erschlossen, weil sich mir dann mein Lehrer ganz offenbart hat und er einfach nur sich gefreut hat, dass ich endlich nicht mehr aus einer Form einen Götzen mache, wie ich das schon viele Inkarnationen davor mit anderen Dingen getan habe, wie du auch. Ich glaube nicht, dass du jemand bist, der in dieser Inkarnation zum ersten Mal aufwachen will. Also wenn du so weit schon bist wie jetzt, ich benutze jetzt das Wort mal weit. Ja, es sind ja nur Symbole von Symbolen, Worte. Leg sie so aus, wie du es für richtig hältst. Also wenn du jetzt so weit schon bist, dann hast du es schon ein paar Mal versucht. Und jetzt wird es doch Zeit, endlich wach zu werden. Und es wird Zeit, in die Praxis zu kommen. Und Praxis ist, du gehst ins Wasser und schwimmst. Sprich, du liebst. Du lässt dich nicht mehr beeindrucken. Du lässt dich von den drei Säulen des Ego nicht reinziehen, Geld, Sex und Macht. Du lässt dich von Körperdingen nicht mehr reinziehen. Du lässt Jesus auf dich leuchten, mit dir zusammen. Du gehst auf die Knie. Du bist demütig vor deiner Macht, vor deiner eigenen Macht. Du stehst demütig vor dir selbst und kannst gar nicht begreifen für einen Augenblick, wie geliebt du bist, wie viel wert du bist. Alles bist du ihm wert, dem Schöpfer. Und natürlich hat er seinen Sohn nicht ans Kreuz genagelt. Wir haben uns ans Kreuz genagelt und sehen stellvertretend dafür Bruder Jesus, der immer noch zum Götzen gemacht wird. Immer noch, obwohl er uns ganz klar sagt, er ist nichts weiter als ein älterer Bruder, weil er den Weg bereits ganz gegangen ist. Und es geht nur um die Praxis. Was dir jemand erzählt, wie tief und intellektuell und wie sehr er den Kurs analysiert und predigt und so weiter, sagt nichts aus. Schau, wie ist er denn in der Praxis? Wie geht er in der Praxis mit anderen um? Wie gehst du in der Praxis mit anderen um? Zerredest du nur in deiner Kursgruppe den Kurs? Was ist, wenn du rausgehst? Was ist, wenn du bei einem schweren Unfall beteiligt bist und bist vielleicht nicht verletzt, aber soll's jetzt helfen und du siehst ein Blutbad? Was ist, wenn du in eine schlimme Situation kommst? Wie gehst du dann um damit? Es geht um die Praxis. Wie praktizierst du? Bist du nur ein Liebesprediger oder bist du ein Liebender? Wir brauchen dich als Liebenden, nicht als Prediger. Ich weiß noch, als ich ein Kind war,
Da hat mein irdischer Papa mir ganz, ganz oft und immer wieder eine wunderschöne Geschichte erzählt. Und die passt hier, glaube ich, ganz gut hin. Die habe ich mal rausgesucht. Die ist von Leo Tolstoi. Vielleicht kennst du die auch. Und da geht es sehr, sehr stark um die Praxis, was es eigentlich bedeutet, wirklich praktisch zu sein und in der Liebe zu sein. Und mein Papa hat mir halt sehr, sehr gerne solche Geschichten erzählt und unter anderem eben diese, die heißt Die drei Söhne. Und die möchte ich dir mal vorlesen. Die kannst du eins zu eins auf den Kurs und auf seine Kurslandschaft übertragen. Und zwar geht die Geschichte so. Drei Frauen trafen sich am Brunnen beim Wasserholen. Nicht weit davon saß ein alter Mann auf einer Bank und hörte, wie die Frauen ihre Söhne lobten. »Mein Sohn«, sagte die erste, »ist so geschickt, dass er alle anderen hinter sich lässt.« »Mein Sohn«, stand die zweite Frau nicht nach, »singt so schön wie die Nachtigall. Es gibt keinen, der eine so schöne Stimme hat wie er.« »Und warum lobst du deinen Sohn nicht?«, fragten sie die dritte, weil diese schwieg. »Er hat nichts, was ich besonders loben könnte«, entgegnete sie. »Mein Sohn ist nur ein gewöhnlicher Knabe. Er hat nichts Außergewöhnliches an sich und in sich.« Die Frauen füllten ihre Eimer und schritten heim. Der alte Mann ging langsam hinterher. Die Eimer der drei Frauen waren schwer und die müden Hände schwach. Deshalb legten die Frauen auf halber Strecke eine Ruhepause ein, denn der Rücken tat ihnen auch noch weh. Da kamen ihnen drei Jungen entgegen. Der erste stellte sich auf die Hände und schlug Rad um Rad. Die Frauen riefen angetan, »Welch ein geschickter Junge!« Der zweite sang herrlich wie eine Nachtigall und die Frauen lauschten mit Tränen in den Augen. Der dritte Junge lief zu seiner Mutter, hob deren Eimer auf und trug diese heim. Da bemerkten die Frauen den alten Mann neben sich und fragten, »Was sagst du zu unseren Söhnen?« »Wieso Söhne?« fragte der alte Mann verwundert. »Ich sehe nur einen einzigen Sohn.« Ja, und diese Geschichte, die zeigt eben alles, ne? Der eine Sohn, dieser Sohn, der scheinbar nichts konnte, der war in der Praxis der Liebe. Der hat seiner Mutter die Eimer nach Hause getragen. Also diese Geschichte von Tolstoi, die hat mich als Kind schon fasziniert. Und ich habe da schon begriffen, dass es nicht darum geht, ob ich schön singen kann und schön turnen kann und irgendwas schön kann, sondern dass es darum geht, dass ich in der Praxis bin. In der Praxis, wo Liebe gelehrt wird und wo ich ganz, ganz konkret zeige, wer ich in Wahrheit bin. Ja, diese Verbindung, also die Geschichte will mir sagen, der Junge sieht sein Bedürfnis in der Mutter und trägt ihr die Eimer nach Hause. Er kümmert sich um seine Mutter, sieht sie als eins mit sich. Und die anderen beiden Frauen aus dem Ego heraus, die hängen sich diese zwei wunderbaren Söhne an und fügen sie sich zu und sagen, das sind tolle Jungs, was die alles können und schmücken sich mit den Federn ihrer Kinder. Ja, und so ist das leider beim Aufwachen auch in ganz, ganz vielen Gruppierungen in dieser spirituellen Szene. Und leider ist dieser Weg nicht so glorreich, wie du ihn dir vorstellst. Dieser Weg ist immer der Weg ins Nadelöhr, durchs Nadelöhr. Es geht nicht darum, dass du hier tanzt und singst und applaudierst und tolle Gefühle hast oder so. Es geht darum, dass du den Weg in dich hineinfindest, weil da ist dein innerer Lehrer und den Weg kannst du nur alleine gehen und er ist so unspektakulär. Dazu musst du aber demütig werden, dazu musst du auf die Knie gehen, dazu musst du erkennen, dass du von dir aus gar nichts kannst, dass du tatsächlich nur dein Ego hier bedienst. Wenn du damit nicht aufhörst, dann wird es auch so weitergehen und dann wirst du, wenn die nächste Riesenwelle kommt, wieder darin absaufen, wirst dich wundern, warum der Kurs nicht funktioniert. Na, weil du ihn nicht machst, Bruder, weil du Jesus am Kreuz hängen lässt. Es ist Ostersonntag.
Lass doch mal den Ostersonntag Ostersonntag sein. Aber nicht vor Verehrung, sondern vor Liebe. Jesus braucht nicht deine Verehrung, dein ihn auf den Sockel stellen, er braucht deine Liebe. Wenn du ihn wirklich liebst, aus ganzem tiefen Herzen, dann kommst du in die Selbstliebe. Denn du kannst ihn nicht lieben, wenn du dich selbst nicht liebst und dich pausenlos opferst und dich pausenlos selbst ans Kreuz nagelst. Und in dem Moment, wo du ein kleines Stirnkräuseln hast, in dem Moment, wo du dich ärgerst, hast du nicht begriffen, dass du kein Wunder gewirkt hast. Du hast einen Anspruch auf Wunder, Bruder, das ist dein Erbe. Das Wunder ist, du bist der heilige Sohn Gottes selbst. Und Jesus hat dir gezeigt am Kreuz, dass er nicht sterben kann. Lass ihn bitte jetzt auferstehen. Lass ihn heute auferstehen. Und die Auferstehung Jesu ist ein Synonym für, du kommst in den geistigen Frieden. Du bist in der Heilung. Du hast den Graben geschlossen. Wenn du den Graben zwischen dir und Bruderherz Jesus schließt, dann hast du ihn zwischen dir und einem jeden geschlossen. Und es ist auch so wichtig, dass du ihn in jedem siehst. Er ist ein Symbol für die Vereinigung. Und er will in deine Beziehung einkehren. In jede deiner Beziehung. Und ihm ist es egal, welche Form du hier benutzt, weil der Körper spielt überhaupt gar keine Rolle. Du wirst jedem eine andere Form geben und das sagt dir dein innerer Lehrer. Aber wichtig ist eben, dass du den Graben schließt. Und der Graben wird nicht mit dem Körper geschlossen. Der Graben wird nur mit dem Geist geschlossen und es hat was mit deinem Willen zu tun, den Graben schließen zu wollen. Der Wille, dass du dich und einen anderen in einer Identität erkennst und die Liebe fühlst, die aus dir herausfließt. Und das verstehen auch viele so falsch. Nämlich dieses, dass du, wenn du wirklich liebst, also Liebe, die kein Chemie-Cocktail in deinem Gehirn ist, sondern die echte, wahre, große Liebe, die aus dir fließt, die hat ja nichts mit einer anderen Person oder einem Objekt oder einer Situation zu tun, sondern die fließt aus dir, weil du sie bist. Also du fügst dir jetzt nichts mehr zu. Du willst nicht den einen mehr lieben als einen anderen. Und da haben viele Angst vor, weil sie dann denken, oh mein Gott, liebe ich jetzt mein Kind weniger oder muss ich mein Kind jetzt genauso lieben wie irgendein Kind auf der anderen Seite der Welt? Das sind so Ego-Fragen, weil mit dieser kleinen Liebe liebst du dein Kind überhaupt nicht wirklich. Wenn du den Graben geschlossen hast, ist da kein Kind. Bist du eins mit deinem Kind und aus diesem Kind in Anführungsstrichen, da fließt ja dann genauso diese Liebe raus und die gilt auch nicht explizit dir als Körper. Du und dein Kind, du und dein Partner, du und dein Freund und so weiter. Wenn ihr euch als eins erkennt, ja, dann habt ihr keine Beziehung in dem Sinne, weil eine Beziehung bezieht sich ja auf etwas. Wie willst du dich auf etwas beziehen, mit dem du eins bist? Also in dem Moment fließt eben diese Liebe und du machst dir keine Gedanken mehr darüber, ob du jetzt einen mehr liebst als einen anderen. Dann liebst du aus dir heraus. Aus dir heraus, ohne irgendeinen Zweck. Du liebst einfach. Und das ist die Botschaft vom Kreuz, Bruder. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Es ist nicht ein Opferlamm. Jesus ist doch kein Opferlamm. Jesus ist dein großer Bruder. Und zwar in einer solchen Liebe, in einer solchen Hingabe, dass er dich bittet, ihm nachzufolgen. Das hat er doch verdient, oder nicht? Nicht, weil er sich für dich geopfert hat. Er hat sich nicht für dich geopfert. Aber er bittet dich jetzt. Du, schau mal, du siehst mich als Opfer. Hör doch auf, dich selbst zu opfern. Er bittet dich, dass du aufhören sollst, dich selbst zu opfern, denn alles, was du da draußen siehst, ist ja in dir. Er bittet dich, dich selbst zu lieben, damit du andere lieben kannst, mit der Agape. Da lässt du jeden so sein, wie er ist. Und da hast du dann keinen Konflikt mehr. Und dann hörst du auf, deine Schwimmübungen im Sand zu machen.
Ja, was du da machst, ist einfach nur unsinnige Löcher buddeln mit deinen Schwimmbewegungen und dir fliegt dann pausenlos Sand in die Fresse. Das ist nicht vergeben. Das ist kein Schwimmen. Vergeben, lieben kannst du nur im Wasser, um bei der Metapher zu bleiben. Geh also ins Wasser, verlass deine Komfortzone und dann stellen sich dir die Fragen nicht mehr. Dann wirst du auch nicht sagen, das ist nicht der Kurs oder so. Was ist denn der Kurs? Du kannst sagen, das ist nicht Katholizismus. Das kannst du sagen, wenn ich dir Dinge erzähle, die nicht in der Bibel stehen. Oder wenn ich dir Sachen sage, die eben in der katholischen Kirche so nicht praktiziert werden und ich behaupte das aber. Und dann kannst du sagen, das ist nicht die katholische Kirche. Ne? Aber das ist nicht der Kurs. Dann nimmst du ein blaues Buch und machst aus dem blauen Buch eine zweite Bibel oder einen zweiten Koran oder was weiß ich auch immer du da machst. Und damit muss doch endlich mal Schluss sein. Komm doch mit mir in die Erfahrung, Bruder. Und gerade heute am Ostersonntag oder auch an jedem anderen Tag, an dem du das hörst, wird es Zeit, dass du dich für die Liebe entscheidest und vergiss mal alle Formen. Und komm mit Bruder Jesus und mit deinen Brüdern, die alle schon sich entschieden haben zu schwimmen, komm mit uns ins Wasser. Erkenn, dass du eins bist mit allem, was ist, und lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Danke. Mehr Inspiration zum Thema Spiritualität in der Praxis rund um einen Kurs in Wundern findest du auf meinem Blog www.botschaftenderliebe.de, auf meinem YouTube-Kanal und in meinen Büchern, die überall im Buchhandel erhältlich sind. Für das Buchen einer Wegbegleitung schau gerne auch auf meiner Webseite nach. Ich danke dir.